Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion. Ich habe mir überlegt, ich spiele heute einfach mal Chaos und nehme, was ich kriegen kann. Welcome to Nova. Hat Fiesta genommen. Okay, es wird interessant. So, was haben wir hier? Ich könnte einfach mit dem Pyro anfangen beispielsweise. So einen klassischen Start. Da muss ich mir die nächsten Runden keine Gedanken machen, was ich hinbaue. Machen wir auch. Ach scheiße, ich hätte was schicken sollen. Bone Crusher. Bone Crusher ist drüben. Der andere hat einen Growl und einen Archer. Bei mir ist ein Metzger. Okay. Das dauert seine Zeit. Dann schicke ich noch eine Schnecke mit rein. Vielleicht hat er nichts hingestellt. Dann besteht die Chance, dass ich hier durchkomme. Ein Eiersack. Den werde ich nicht benutzen. Schnecke geschickt. Na, habe ich nichts gesagt? Mit zwei Schnecken durchgekommen. Hat verkackt, aber das ist gut. Hat Fiesta. So, was haben wir hier Feines? Ich glaube, ich nehme so einen Piraten. Das ist vom Anfang schwach, aber der muss auch nicht viel aushalten. Hauptsache, er blockt ein bisschen was. Hätte ich auch so geschafft. Ich dachte, er schickt was anderes. Ich rechne schon automatisch mit der Blut, die dann die Runde kommt. Ja, immer mehr Geld für mich. So gefällt mir das. Ich baue den mal hin. Weil es kann ja gut sein, dass die eine oder andere fliegende Einheit noch dazu kommt. Dann kann ich die drum rumstellen. Schnecke. Ich komme durch, sehr gut. Zweimal richtig entschieden. Aber das heißt, ich sammle nächste Runde, schicke dann auf 6 und seine Bone Crusher verkacken. Das zum Beispiel ist eine gute Variante. Mehrstrahlen sind sowieso ganz gut. Aber ich könnte den, glaube ich, stellen, glaube ich, hinten hin.
Ja, der Pirat kackt natürlich schnell ab. Vollkommen klar. Es stehen da drei Bone Crusher. Drei Bone Crusher und zwei Archer. Manchmal hofft man einfach, dass er nicht hält bei so einer Geschichte. Metzger muss nicht sein. Muss nicht unbedingt sein. Ich würde ihn aber einfach mitnehmen. So. Ja. Also der baut auch wieder nur eine und dieselbe Verteidigung. Das war jetzt noch ein Wanderer, aber der hat auch verstärkt. Nee, nee, nee. Ich habe so das ungute Gefühl, er könnte auch Fiesta genommen haben. Nur so eine Idee. Kann ja alles gut möglich sein. Deswegen lässt man mich auch durchkommen. Hm. Muss ich im Endscreen dann mal drauf gucken. Ob er mit Absicht verkackt oder... Wer weiß. Das ist ein bisschen viel, was er durchgelassen hat. Er war auch schon 13 Worker. Fertig. Ich habe überlegt kurz, ob ich noch so einen hinstelle, aber einer reicht. Mehr will ich jetzt nicht unbedingt. Muss nicht sein. Okay, jetzt hat er noch so einen Healer gebaut. Wenn ich was geschickt wäre, wahrscheinlich durchgekommen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob er Fiesta hat. Ist irgendwie sehr verdächtig. Krass, so. I let the dogs out.
Action. So, das reicht. Das sollte reichen. Ja, die halten rechts gut auf. So soll es sein. Ja, ich schicke, glaube ich, lieber eine Mol rein. Yosora. Oh. Das gefällt mir. Das sieht doch gut aus. Schnecke noch mit rein. Ja, die halten aber gut aus. Obwohl ich Aufprall geschickt habe, haben die gut ausgehalten. Die Wellen sind halt auch noch nicht so stark. Ich mache lieber das. Also 180, das heißt 120 wäre optimal auszugeben. So. Magieschaden habe ich nicht. Magieschaden habe ich einfach nicht. Also ich hätte den aufwerten können, logischerweise. Aber ich hoffe einfach noch auf andere Sachen, die vielleicht kommen. Weiß ich jetzt nicht. Er ist natürlich schon übel stark. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, und dann vielleicht hier noch so eine Harpien hinsetzen. Ja. Mehr mach nicht. Jetzt hebe ich die Piepen noch auf, damit ich meinen Kreditor noch kriege. So, gibt es hier was Neues? Neuer Heiler, Knochenmagier, hm. Schicken wir den mal mit rein. So.
Da habe ich auch noch genug zum Ansporn. 160 kriege ich leider nicht zusammen. Dann muss ich das so tun. So, Kreditor ist fertig. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut durchgekommen. Alle beide. Ich habe gut verteidigt. Kann man ruhig noch ein bisschen Burger pushen. Ein Gargoyle. Ein Gargoyle ist gut. So ein Tor ist aber auch nicht schlecht, ne? So machen wir das. Okay, wenn wir jetzt schon schicken, kriegen wir hin. Was könnten wir schicken? Ja, schon den, ne? Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist halb so wild. Jetzt können wir die aufwerten, die sind sehr wichtig. Und dann ist es auch schon fertig. Was können wir noch? Könnte noch ein Packleader mit reinpacken. Ich meine, ich habe ja schon drei Dinos drin. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Den kriegen wir noch zusammen und fertig. Die Wanderer alle aufgewertet. Und seine komischen Wüstenpilger abgekackt und das war's. Ein Sieg. Da kommen die gar nicht mehr drum rum. Gewonnen. Ende. Tja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der, Fiesta genommen hat. Nee, hat er nicht. Er hat Double Login. Wäre cool, wenn man auch noch sieht, was er bei Double Login genommen hat. Das wäre interessant. Aber er hat ja nur... Er hat am Ende die Rächerin doch nicht mal hingestellt gehabt. Verrückt. Na gut, das war eine weitere Runde Legion. Schaut euch gerne noch die anderen Videos an. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.